Hey Leute und willkommen zum 16. Adventskalender-Video und heute gibt es den 12. Teil von meinen Violetta und Tini Sachen und ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich schon mal an. Als erstes habe ich hier einmal diese Mappe hier, davon habe ich 2 Stück und in dieser Mappe bewahre ich im Moment meine ganzen Violetta-Poster auf, aber die Mappe ist auch sehr gut für Schulhefte und andere Sachen. Als zweites habe ich hier einmal diese Violetta Federtasche. Hier haben wir einmal Violetta aus der ersten und aus der zweiten Staffel drauf. Und dort steht einmal Music Love Passion. Und in der Federtasche habe ich hier einmal ganz viele Stifte. Hier habe ich auch zum Teil Violetta Stifte drin. Zum Beispiel haben wir hier einmal diesen Bleistift von Violetta. Aber auch ganz viele andere Stifte. Zum Beispiel habe ich hier in der Mitte einmal meine Filzer. Und ganz vorne habe ich dann noch einmal meine ganzen Fineliner drin. Dann habe ich auch noch ganz viele Violetta-Stifte. Und zwar einmal diesen Tagebuchstift hier. Dann habe ich noch einmal diesen Violetta-Füller hier. Der ist mir leider schon kaputt gegangen. Und dann habe ich hier noch einmal eine ganze Box mit Violetta Buntstiften. Und die Buntstifte sehen einmal so aus. Dann habe ich auch noch einmal 2 von diesen Dosen. Einmal diese Dose hier und hier haben wir einmal Radiergummis drin. Und dann in der zweiten Dose davon habe ich meine ganzen Violetta Kugelschreiber drin. Außerdem habe ich noch ganz viele Notizblöcke, wie zum Beispiel einmal dieses hier aus der dritten Staffel, das habe ich 2-mal. Und die Seiten sind hier nämlich sehr schön, denn sie sind lila und mit Violetta drauf. Und dann habe ich auch noch 2-mal dieses normale Violetta-Tagebuch. Das sieht einmal so aus und von innen sieht das Ganze so aus. Dann habe ich auch noch den 500 Sticker Collector, aber das hier sind jetzt nur noch die Reste, die übrig geblieben sind. Und zwar habe ich hier drinnen einmal die ganzen Rätsel aufbewahrt, da die Sticker von mir eigentlich schon fast alle sind. Und zum Schluss habe ich dann auch noch einmal dieses violette Zeichenheft. Und zwar haben wir hier einmal ganz viele verschiedene Sticker drinnen und Papiermuster. Und dann haben wir hier noch einmal Zeichenschablonen. Und als erstes haben wir hier ganz viele Violetta-Figuren zum Auswahlen. Es ist zwar immer die gleiche. Und dann haben wir hier hinten ganz viele weiße Seiten, um sie selber zu zeichnen. Und ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit diesem Video und bis zum nächsten Mal.